Herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute gibt es mal wieder ein Kofferpack-Video. Das letzte ist jetzt schon relativ lange her. Die letzten Jahre bin ich nämlich überhaupt nicht mehr verreist. Und auch letztes Jahr und für dieses Video bin ich nicht verreist. Also meine einzige Reise ging zu meinen Eltern. Da bin ich das ganze Jahr über immer mal wieder. Und jetzt im Dezember war ich 2 Wochen lang da und da habe ich auch dieses Video gedreht. Also wundert euch nicht, dass ich in diesem Video auch ab und zu was über Weihnachten sage. Ich habe es halt im Dezember gedreht. Und ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass ich die letzten Male, wenn ich zu meinen Eltern gefahren bin, viel zu viele Sachen mitgenommen habe. Und ich habe versucht, das jetzt diesmal nicht mehr zu machen und wieder möglichst minimalistisch zu packen. Natürlich sind auch immer noch Sachen dabei, die man theoretisch zu Hause lassen könnte, aber zum Beispiel meine Sportsachen und auch 1, 2 Sachen, die ich dafür brauche, die möchte ich einfach dabei haben, weil Sport für mich halt einfach zu meinen Prioritäten gehört. Aber ich habe schon wirklich viele Sachen, die ich normalerweise mitgenommen hätte, rausgestrichen. Und ein paar Sachen, die jetzt in diesem Video drin sind, habe ich letztendlich auch nicht mitgenommen. Das werde ich aber gleich am Ende nochmal sagen. Ansonsten gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Ich benutze die gleiche Tasche, die ich immer benutze. Also ich habe nur einen Reisekoffer, den ich immer nutze. Das ist so ein Handgepäckskoffer, also nicht riesig groß. Im Sommer reicht mir so etwa die Hälfte von diesem Koffer. Jetzt im Winter, da die Sachen natürlich ein bisschen dicker sind, war der Koffer voll. Ja, und dann höre ich jetzt mal auf zu reden und wir gucken uns an, was ich so mitgenommen habe. Hier seht ihr einmal im Überblick alles, was ich mitnehme. Es sieht jetzt auf den ersten Blick ziemlich viel aus, aber es ist halt Winter und deswegen brauche ich gerade bei den Klamotten auch ein bisschen mehr, um einfach ein paar mehr Lagen zu haben. Ja, ich habe das hier schon so ein bisschen in Kategorien unterteilt. Hier sind Klamotten, da sind so Accessoires und andere Sachen, Kosmetik, Elektronik und noch andere Sachen. Und ich starte einfach mal hier drüben bei den Klamotten. Als erstes haben wir hier meine Hosen. Da habe ich einmal eine weiße Jeans, eine blaue Jeans, eine Jogginghose, die ist für zu Hause und dann noch eine Thermoleggings. Falls es noch irgendwie super kalt werden sollte, kann ich die noch unter die Jeans anziehen, weil die nicht so super warm sind. Also habe ich 2 normale Hosen dabei und eine für zu Hause. Als nächstes zu meinen Oberteilen. Da habe ich einmal hier einen Tanktop und ein T-Shirt. Die erfüllen einen recht ähnlichen Zweck wie die Thermoleggings. Die sind auch hauptsächlich zum Drunterziehen. Vor allem bei dieser Zip-Hoodie-Jacke, die ich mitnehme, weil die kann ich sonst natürlich nicht offen tragen, wenn ich nichts drunter habe. Ja, und ansonsten habe ich 4 Pullover. Ich wollte zuerst nur 3 nehmen, aber ich denke mir, falls doch irgendwie einer dreckig würde oder so, dann habe ich doch lieber noch einen mehr dabei. Ja, und da habe ich 2 Strickpullis, einmal diesen grünen und den grauen, dann einen normalen Hoodie und dann noch diese Zip-Hoodie-Jacke. Und das ist auch so das wärmste Teil von diesen 4, deswegen wollte ich die auf jeden Fall mitnehmen. Dann mache ich hier vorne weiter. Dieser Stapel ist halt auch jetzt gerade wegen dem Winter so groß. Und zwar sind das meine Sportsachen. Hier unten habe ich halt eine etwas dickere Jacke zum Laufen, weil ich bei meinen Eltern eher draußen laufen gehen werde als im Studio. Und deswegen brauche ich auf jeden Fall eine warme Jacke. Dann habe ich 2 Leggings, 2 Sport-BHs. Und dann noch 2 T-Shirts zum Schlafen. Also das sind keine Sportsachen. Ich denke, 2 Sportoutfits sind auf jeden Fall ausreichend für 2 Wochen. An Sportsachen nehme ich auch noch 2 weitere Sachen mit. Und zwar einmal diese Faszienkugel. Falls ihr euch noch an meine Videos erinnert von der Englandreise, da hatte ich ja einfach meine riesen Faszienrolle mit dabei. Und im Nachhinein war es tatsächlich relativ unnötig. Also ich habe sie nicht so super oft benutzt, aber die hat echt viel Platz weggenommen. Und diese Kugel hier ist sehr klein, aber auch sehr effektiv. Und deswegen habe ich die auch immer gerne dabei. Dann habe ich auch noch dieses Stretching-Physio-Band. Da mache ich verschiedene Übungen mit. Und zum Dehnen ist es auch super gut und das wiegt einfach nichts und es nimmt auch keinen Platz weg. Und ja, das nehme ich auch noch mit. Dann habe ich hier noch ein paar Anziehsachen oder eher Accessoires oder so ähnlich. Und zwar einmal noch ein BH oder kommt noch ein anderer dazu? Muss ich gleich mal gucken, wo der noch ist. Und dann habe ich hier ein Bikini, falls ich schwimmen gehe oder in die Therme oder so. Einen Gürtel für meine Jeanshosen und hier in dieser kleinen Tasche ist mein ganzer Schmuck. Das werde ich jetzt nicht alles einzeln zeigen. Das sind einfach ein paar Ohrringe, ein paar Ketten und 1, 2 Armbänder. Und dann habe ich natürlich auch noch Unterwäsche dabei und die tue ich immer in so einen Beutel rein, damit nicht 1 Million Kleinteile in meinem Koffer rumfliegen. Das mache ich am Ende mit der Kosmetik und so auch. Dadurch ist der Koffer einfach organisierter und ich kann die Sachen besser einräumen. Hier drüben ist noch ein Beutel, das gehört eigentlich auch so, ja, schon noch zu Anziehsachen. Also es ist so in der Mitte. Und zwar ist da meine Periodenunterwäsche drin. Die nehme ich auch auf jeden Fall mit, aber hier unten, ich nehme auch meine Menstruationstasse mit. Vor allem, da ich von der Unterwäsche einfach nicht genug habe für einen ganzen Zyklus
Und die ist mir auch, um ehrlich zu sein, zu klein geworden. Dann kommen wir zu meinen Kosmetikprodukten. Und die ersten zwei Sachen sind nicht so wirklich Kosmetikprodukte, aber ich zähle sie einfach mit dazu. Und zwar einmal meine Zahnschiene. Die habe ich echt lange nicht mehr getragen, aber ich muss sie eigentlich jede Nacht tragen. Und dann habe ich außerdem noch mein Thermometer für NFP. Ach ja, und dann noch eine Sache, die auch nicht wirklich Kosmetik ist, mein CBD-Öl. Habe ich mir endlich vor ein paar Tagen wieder gekauft. Wenn ich mal Kopfschmerzen habe oder Unterleibschmerzen oder so, dann hilft das einfach richtig gut. Und dann gehe ich den Rest einfach der Reihe nach durch. Erstmal haben wir hier meinen Rasierer und für alle, die danach fragen, ich finde den immer noch richtig klasse und bin total zufrieden damit. Das ist halt so ein Zero-Waste-Rasierer, bei dem so gut wie gar kein Müll entsteht und der ist aber so beweglich und ich finde ihn richtig cool. Als nächstes habe ich hier meine Gesichtsreinigung. Da verwende ich jetzt schon seit einiger Zeit die von Lush und zwar die Angels on Bare Skin. Die finde ich auch richtig gut. Und dann habe ich auch eine Gesichtscreme. Ist es diese hier? Nein, diese hier. Die ist von Erui Cosmetics. Und dazu passend habe ich auch die Body Butter, gerade jetzt im Winter. Ihr seht es auch schon an meinen Händen, also ich sollte mich wirklich mal wieder eincremen. Das nächste Produkt hier ist mein Deo. Das kommt einfach in so einer Pappverpackung. Das hatte ich im Rettermarkt gekauft, als sie leider geschlossen haben. Und davon habe ich noch einen sehr großen Vorrat da. Und dann in dieser Dose hier haben wir einmal meine feste Seife, die ich zum Duschen benutze und mein festes Shampoo. Die Seife ist von Sauberkunst und das Shampoo ist von Lamazuna und mir fehlt noch eine feste Spülung. Also ich hatte jetzt die letzten Wochen Spülung in der Flasche wieder, aber eigentlich wollte ich mir nochmal die feste Spülung von Jungglück bestellen. Allerdings wollte ich jetzt vor Weihnachten nicht unnötig noch irgendwie Pakete bestellen, deswegen komme ich jetzt gerade erstmal ohne aus. Direkt daneben haben wir noch meine Mini-Make-up-Sammlung und zwar einmal mein Augenbrauenpuder von Alverde. Das habe ich erst seit kurzem, aber ich bin echt zufrieden damit. Und dann von Alverde auch noch eine Wimpertusche und zwar die Nothing But Volume Mascara. Und dann eigentlich nur noch Zahnpflege und zwar einmal Zahnseide. Da steht jetzt zwar Bambusliebe drauf, da ist aber eine andere drin. Und zwar von Outdoor Freaks heißt die Marke, glaube ich. Hatte ich im Rossmann mitgenommen und einfach hier reingetan. Und dann noch Zahnpasta. Und hier kommt noch meine Zahnbürste rein. Dann kommen wir auch schon zum letzten Bereich und zwar Elektronik und noch andere Dinge. Starten wir erstmal hier. Mein Jahresplaner, ein guter Plan, nehme ich jetzt noch mit. Wir haben ja jetzt schon fast Ende Dezember. Aber natürlich möchte ich für den Rest des Jahres den Planer auch noch nutzen. Ich habe auch am Anfang noch so ein paar Seiten, die ich noch nicht ausgefüllt habe. Dazu natürlich auch einen Stift. Und dann nehme ich auch schon meinen Planer für das nächste Jahr mit. Ich habe ihn noch nicht ausgepackt, aber ich freue mich einfach schon so extrem. Und auch wenn ich Anfang Januar schon wieder zurückfahre, möchte ich den auf jeden Fall mitnehmen, um halt einfach in den letzten Tagen vom Dezember schon mal fürs neue Jahr zu planen. Diesen Planer werde ich dann dort entsorgen. Es tut mir immer so ein bisschen weh, so alte Planer und sowas wegzuschmeißen, weil irgendwie, wenn ich so ein Jahr lang mit denen gearbeitet habe, dann habe ich schon so voll die emotionale Bindung dazu, aber ja. Aber ich konzentriere mich auf die Freude, auf den neuen Planer. Dann habe ich wie immer auch meine Nintendo Switch dabei. Und was bei mir natürlich auch nicht fehlen darf, ist mein Laptop. Damit arbeite ich einfach und lerne und mache alles Mögliche. Ich werde allerdings versuchen, den nicht allzu viel zu nutzen. Also eigentlich möchte ich mir für die Zeit, die ich jetzt bei meinen Eltern bin, Urlaub nehmen. Also werde ich den hoffentlich nur fürs Studium benutzen und vielleicht für was Kreatives. Wie ihr seht, kann man damit auch zeichnen. Ich würde auch gerne so ein paar gestalterische Sachen machen. Aber wir werden sehen. Und dann habe ich noch ein paar Elektronik-Sachen. Und zwar einmal hier mein Kindle mit Ladekabel. Das ja nutze ich, um zu lesen. Obviously. Gerade zum Reisen finde ich es super praktisch, weil es halt einfach so klein und leicht ist und aber so viele Bücher da drauf passen. Dann sind hier noch ein paar Ladekabel. Das ist das Ladekabel zu meiner Fitnessuhr. Das hier ist ein Adapter für meinen Laptop. Der hat nämlich nur diesen einen Stecker und alles andere passt da nicht rein. Wenn wir zum Beispiel einen Film gucken wollen von meinem Laptop oder so, dann kann ich das hier mit dem Fernseher verbinden. Das ist das Ladekabel, das für alle meine Geräte passt. Das passt zum Laptop, das passt zum Handy, zu meinen... Oh, meine Kopfhörer. Hey, meine Kopfhörer. Dazu passt es auch. Zur Kamera, ja, finde ich sehr, sehr praktisch. Für die Switch passt es auch, also muss ich nur ein Ladekabel mitnehmen, außer diese beiden hier. Die sind speziell und alt. Und da habe ich gerade das letzte auch schon erwähnt, und zwar meine Kamera. So viele fragen mich immer nach dieser Kamera, wenn ich die unterwegs irgendwie benutze, weil voll viele das, glaube ich, nicht kennen. Die ist so cute. Ist einfach so eine Mini
Vlogging-Cam. Und die nimmt so gut wie keinen Platz weg, ist super leicht. Und falls ich doch noch irgendwie etwas filmen möchte in den 2 Wochen, habe ich die auch ganz gerne dabei, weil mit der Handyqualität bin ich meistens nicht so zufrieden. Und das ist alles, was ich mitnehmen werde, wenn ich nichts vergessen habe. Dazu kommen außerdem noch ein paar Weihnachtsgeschenke, aber die zähle ich jetzt mal nicht dazu. Und für Sasu natürlich auch ein paar Sachen, allerdings nicht viel. Also da beschränke ich mich auch echt auf das Nötigste. Und jetzt werde ich diese Sachen mal alle in meinen Koffer packen. Und das war auch schon alles, was ich diesmal mitgenommen habe. Letztendlich habe ich einen Pullover weniger mitgenommen. Mein Koffer war mir einfach zu schwer. Das war das erste Mal, dass ich mit Sasu zusammen mit dem Zug zu meinen Eltern gefahren bin. Und deswegen wollte ich auch so wenig wie möglich mitnehmen und nicht so viele Sachen tragen und nicht so schwere Sachen tragen, da ich mich halt auch auf ihn fokussieren muss. Deswegen habe ich noch ein paar Sachen rausgetan. Und zwar habe ich, wie gesagt, einen Pulli weniger mitgenommen. Dann habe ich außerdem auch eine von den Cremes rausgetan. Also ich hatte ja Gesichts- und Körpercreme. Da habe ich dann nur noch eine mitgenommen, die ich dann halt für beides benutzt habe. Was ich auch nicht mitgenommen habe, ist die Menstruationsunterwäsche. Da ich ja die Menstruationstasse habe, fand ich das ein bisschen unnötig, dann beides mitzunehmen. Und deswegen habe ich die Unterwäsche zu Hause gelassen, was auch sehr, sehr viel Platz eingespart hat. Und ich glaube, das war's. Es kann sein, dass ich noch 1-2 Kleinteile rausgenommen habe. Ist jetzt halt schon ein paar Wochen her, deswegen weiß ich es nicht mehr so genau. Aber diesmal habe ich auf jeden Fall sehr gut gepackt. Also alle Sachen, die ich mitgenommen habe, habe ich auch tatsächlich gebraucht. Das Einzige, was ich zu viel eingepackt habe, war der Bikini. Das konnte ich allerdings vorher nicht wissen. Ich habe mit meiner Mutter halt noch so einen Thermen- und Saunagutschein, den wir jetzt irgendwie schon seit 2-3 Jahren irgendwie einlösen müssen. Oder wollen. Und dann konnten wir das aber wieder nicht einlösen. Und deswegen habe ich den Bikini dann quasi umsonst mitgenommen. Aber das konnte ich, wie gesagt, nicht vorher wissen. Und dann war es das für das heutige Video. Ich hoffe, dass ich beim nächsten Kofferpack-Video mal wieder eine richtige Reise unternehme. Also ich würde total gerne mal wieder was Neues sehen. Die letzten 2 Jahre habe ich mich, um ehrlich zu sein, nicht mehr wirklich getraut, in den Urlaub zu fahren. Und ich hatte auch nicht so das Bedürfnis, gerade auch mit dem Umzug und so. Aber dieses Jahr bin ich auf jeden Fall wieder richtig motiviert. Ich bin jetzt gerade schon so im Kopf ein bisschen am Plan und ich hoffe, dass ich das dann demnächst auch mal ein bisschen konkreter hinkriege. Ich würde gerne in Deutschland ein bisschen verreisen. Hier gibt es ja auch noch super viel zu sehen. Das wird dann auch der erste Urlaub mit Hund. Das wird dann auch nochmal spannend. Schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, wie das bei euch ist. Seid ihr in den letzten Jahren verreist oder habt ihr vor, demnächst nochmal zu verreisen? Was wäre euer liebstes Urlaubsziel? Auf meiner Liste stehen ganz oben erstmal Deutschland, wie gesagt, dann Österreich und ich würde auch voll gerne nach Schweden oder nach Norwegen. Aber die näheren Sachen, die stehen auf jeden Fall ganz oben auf der Liste. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss!